Ja, willkommen zu den Präsentationen. Wir haben es gerade schon gesagt, wir machen die jetzt hier nacheinander, weil wir leider die Live-Präsentation nicht machen konnten. Wir starten mit dem ersten Projekt und das Projekt heißt Bildübersetzer. Und was genau das ist, das erklären euch unsere Teilnehmer. Viel Spaß. Und die Leute in verschiedenen Ländern haben verschiedene Sprachen und manchmal sind die Sprachen ein Verständnisproblem und dann haben wir eine Idee, den Bildübersetzer zu erfinden, die Sprache in ein Bild oder ein Zeichen übersetzen kann. Das ist aber lebendig und es wird die Kommunikation einfacher und direkter. Ja, danke. In die Technik benutzen wir CSS und HTML. CSS macht das Aussehen und HTML macht das andere. Danke. Ich habe diesmal in Hongkong Bilder gelernt. Das macht mir wirklich Spaß zusammen. Zum Beispiel, ich habe Teamwork gelernt, dann habe ich die HTML verstanden, wie man ein Programm bearbeitet. Ich danke allen Teamnamen für die Zusammenarbeit und ihre Hilfe. Dankeschön. Wenn ihr den Übersetzer benutzt, sollt ihr im Feld die Sätze eingeben. Danach werden die Sätze aus einem Bild übersetzt. Genau, das wollen wir euch jetzt auch noch zeigen. Wir zeigen euch das jetzt mal mit einem simplen Beispiel. Wir sagen, das Wetter in Deutschland ist schlecht. In Korea scheint die Sonne. Und wenn wir jetzt auf Übersetzen drücken, wird dieser Text in eine Serie aus Bildern übersetzt? Ja, dann wird dieser Text in eine Serie aus Bildern übersetzt. Und man sieht eben, wie einige Wörter, wie zum Beispiel Wetter, durch ein Symbol ersetzt werden und andere Wörter eben nicht übersetzt werden, für die es eben keine bildliche Entsprechung gibt. So kann man, ohne alle Wörter zu verstehen, eben trotzdem den Text verstehen. Ja. Die eigentlichen Icons kommen von einem Projekt, das eben frei verfügbare Icons bereitstellt. Das heißt The Noun Project. Und eben wir versuchen einfach, jedes Wort durch ein Icon von diesem Projekt zu ersetzen und eben das in den Text einzubauen. Ja, wir können jetzt nochmal ein Beispiel zeigen. Zum Beispiel, wir fliegen von Deutschland nach Asien. Und man sieht, wie eben das Land und der Flieger und das andere Land ersetzt wird. Vielen Dank.